zu neuen, Erweiterungen, zu Mists of Pandaria zum Beispiel, da habe ich das erste Mal wirklich intensiv miterlebt. Da habe ich komplett durchgesuchtet. War richtig genial. War eine richtig klasse Zeit. Schade, dass ich mich mit der Gilde damals irgendwie doch verstritten habe. Und jetzt mittlerweile gibt es die auch nicht mehr. Und ich glaube, der Hauptteil der Leute zocken auch nicht mehr. Aber als wir da gelevelt haben, das war so cool. Das war, hat richtig Bock gemacht. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Das war halt in einer Zeit, wo wir alle frei hatten. Ich hatte Semesterferien. Es waren halt drei hatten Semesterferien. Der eine hat, glaube ich, gerade Abi gemacht, hatte auch frei. Wir hatten alle mega viel Zeit. Wir haben komplett durchgesucht, bis wir Stufe 90 waren. Hat unendlich viel Bock gemacht. Unendlich viel Bock. Aber auch noch nie so ungesund gelebt, das muss man auch dazu sagen. Also meine Blutwerte waren danach absolut im Keller, wette ich. Also das war schon echt nice. Also da... Und dann, es hört ja nicht auf, als wir dann Stufe 90 waren, dann haben wir halt eine Fünfergruppe gebildet. Wir waren vier Leute, die zusammen gelevelt haben. Habe ich den auch schon mitgenommen? Wir waren vier Leute, die wir zusammen gelevelt haben. Wir haben uns dann noch einen fünften gesucht, der relativ fix war aus unserer Gilde. Dann haben wir angefangen, die Hero-Achievements zu machen hier. Hellenhum von Pandaria. Hier, ihr seht's. Am 1.10.2012 abgeschlossen. Wir haben da wirklich in Rekordzeit. Haben da zwei Wochen für gebraucht. Oder maximal drei Wochen, glaube ich. Dann hatten wir den Erfolg mit als einer der ersten von Blackmoor. Also nicht als erster, aber doch, wir waren relativ fix. Wir waren auch, ich glaube, ich war der dritte Mage oder der vierte, fünfte Mage, der achte war es, glaube ich. Ich wollte mir nicht zu hoch stehen. Jedenfalls unter den Top 10 der Magier auf Blackmoor, die Stufe 90 waren. Vorerst auch mit dem festen Ziel gezockt, vielleicht mal einen Realm First zu machen. Wenn man darüber spricht, dann bekomme ich schon wieder Bock, wieder zu raiden mit einer tollen Community. Aber es ist einfach nicht so leicht. Ich muss mal überlegen. Wenn ich nochmal in eine Gilde gehe, dann in eine 25er. Alles andere macht keinen Sinn für mich. Weil ich dann auch wirklich hauptsächlich auch wegen der Community spiele und nicht, weil das Zocken an sich so imber ist. Wobei das Zocken natürlich auch einen elementaren Grund hat, ne? Also, das Spiel ist einfach toll, wobei es im Moment einfach nur langweilig ist. Das ist auch zu sagen. Also da müssen sie sich was einfallen lassen, dass sie mich mit dem nächsten Add-on oder dem nächsten Patch nicht verlieren, wenn das Let's Play zu Ende ist. Noch spiele ich ja, weil ich halt hier aufnehme, aber wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich nicht spielen, wie ich es auch schon öfter gesagt habe. Einfach weil es rein inhaltlich nichts mehr gibt, was ich nicht schon kenne. Ich könnte vielleicht nochmal Horde spielen, aber ansonsten, ich habe sämtliche Quests gemacht. Auf Allianz-Seiten jedenfalls. Mehrmals. Viele Male habe ich sämtliche Quests gemacht. Insgesamt bestimmt 20.000 Quests erledigt. Mehr als 20.000 Quests. Ich habe sämtliche Instanzen und Raids gesehen, die es im Moment gibt. Auch komplett. Ich habe Hero-Kills gemacht. Ich habe PvP gespielt. Nie so intensiv, weil es da auch schon intensive Phasen gab. Ich habe auch schon mal recht intensiv PvP gemacht. Aber ansonsten habe ich in diesem Spiel alles gesehen. Vom Solo-Raids habe ich gemacht. Ich kenne die Gebiete in- und auswendig. Ich könnte hier mit verbundenen Augen, wenn man mich jetzt hier in Wirklichkeit nach Azeroth teleportieren würde, ich könnte mit verbundenen Augen die Wege in ganz Azeroth ablaufen. Ich weiß, wo die Rahmobs sind, wo bestimmte Rahmobs sind. Ich weiß, wo jede Instanz ist, kann ich beschreiben mit kompletter Wegbeschreibung. Es ist einfach ausgelullert. Es ist nichts Neues gekommen, auch nicht mit dem neuen Add-on. Mists of Pandaria war nett. Das hat man sich angeguckt. Und als es fertig war, war es langweilig.
Und deswegen ist meine große Hoffnung, dass mit dem nächsten Addon, dass da was Elementares passiert. So wie damals mit Cataclysm. Dass sowas hier nochmal passiert. Eine komplette Überarbeitung. Sei es jetzt grafischer Natur oder inhaltlicher Natur. Am liebsten natürlich beides. Ich finde, dieses Spiel könnte auch ruhig mal eine grafische Runderneuerung bekommen. Ich mag ja eigentlich diesen Stil, den World of Warcraft im Moment hat. Aber es ist mal wieder Zeit für was Neues. Weil, wie gesagt, ich spiele dieses Spiel seit meiner Kindheit. Aus der Kindheit bin ich jetzt nun schon lange raus. Also 7 Jahre, Minimum. Ich bin jetzt 23, ja. 2006. Habe ich damit angefangen mit 16? Ich denke, ich habe schon mit 15 angefangen, das Spiel zu spielen. 2005 könnte gut sein, dass ich damit mit 2005 angefangen habe. Und es hat mich halt sofort in den Bann gezogen, dieses Spiel. Aber davon ist momentan nichts mehr zu spüren. Ich denke, wenn ich damals nicht World of Warcraft gespielt hätte, wäre ich gar nicht so in diese Gaming-Szene reingekommen. Dann hätte ich gar nicht so viel... wäre ich niemals auf die Idee gekommen, irgendwann mal Let's Plays zu machen. Oder ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, ja generell irgendwelche Computerspiele zu spielen. Ich glaube, ich muss noch eine Etage weiter runter. Weil es einfach nicht von Interesse gewesen wäre für mich. Weil mich erst World of Warcraft dazu gebracht hat, wirklich zum Zocker zu werden. Vielleicht auch teilweise ein bisschen zu viel. Boah, ich habe schon so viel gequatscht, ne? Ich habe schon leichte Halsschmerzen. Habe ich gerade so viel gezockt? Ich habe natürlich so viel gequatscht, meine ich. Oh, da hat mein Arm geknackt. Ich war gestern in World War Z. Oder World War Z. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist halt das Problem. Ich habe ja auch War Z und DayZ gespielt. Oder DayZ. Man weiß immer nie, wie man das Z auszusprechen hat. Z oder Z? Ich weiß es nicht. Wobei World War Z auf jeden Fall besser klingt als World War Z. Naja. Ich habe den Film jedenfalls gesehen und ich fand ihn auf jeden Fall klasse. Man hat mich dazu erstmal überreden müssen, weil ich erstmal gar keinen Bock auf Kino hatte. War schon wieder 3D-Film, schon wieder so mega viel Geld für einen Kinofilm auszugeben, weil wir erst kurz davor The Wolverine gesehen haben, den ich übrigens absolut genial fand. The Wolverine, muah, absolut genialer Film. Ich bin ja absoluter X-Men-Fan und ich bin generell so ein Superhelden-Fan. Also ich mag Batman, ich mag Superman. Spider-Man mag ich eigentlich auch, aber nur den ersten Teil. Den neuen Spider-Man habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, wenn ich sagen würde, dass ich einen der Superhelden nicht so gern mag, dann ist es Spider-Man. Ich freue mich auch auf den hoffentlich bald kommenden Justice League-Film. Ich bin, seitdem ich in Smallville die Folge mit der Justice League gesehen habe, auch ein absoluter Justice League-Fan. Generell auch ein absoluter Smallville-Fan. Also ihr merkt, es kann schon alles so in Richtung Superhelden gehen. Das finde ich sowieso total klasse. Aber als dann The Wolverine lief und ich hatte da schon im Gefühl, da kommt noch was nach dem Abspann. Also das Licht im Kino ging zwar nicht an, also war schon das erste Anzeichen, aber die Leute verließen trotzdem das Kino. Ich war im Sinister und wir waren dann da plötzlich nur noch zu dritt oder zu viert oder zu fünft, keine Ahnung. Die meisten waren weg und dann plötzlich neue Szenerie und dann kommt, tada, ja, natürlich, ja, die Szene nach dem Credits. Ja, und da kam dann das eigentliche Schmankerl. Das fand ich so klasse. Hätte ich am liebsten gleich die Fortsetzung gesehen. Ich sag jetzt natürlich nicht, was da kam, falls es Leute noch nicht gesehen haben sollten. So lange läuft The Wolverine ja noch gar nicht. Aber der Film war so klasse. Also, ich habe ja teilweise Kritiken gehört, wo, oh ja, ich bin mit mäßigen Erwartungen rangegangen und die wurden gerade so erfüllt.
Also ich bin da mit hohen Erwartungen angegangen und die wurden auch erfüllt. Also da sieht man uns mal wieder, das ist komplette Geschmackssache. Ich fand den Film genial. Da gab es ein paar Szenen, die haben mich richtig gefreut. Also ich kann jetzt leider nichts dazu sagen, weil ich Angst habe, euch zu spoilern. Aber ihr merkt schon, ich war total begeistert. Klasse Film, toller Film. Kann ich eben nur empfehlen. Und World War Z war auch toll. Da war jetzt kein Nummer 1 Film, wobei ich im Nachhinein fand ich den auch echt klasse. Also ich würde ihm so 8,5 von 10 Punkten geben, während ich Submarine locker 9,5 von 10 Punkten geben würde. Dann läuft ja auch bald der Wall Street Film mit Leonardo DiCaprio. Auch ein Film, auf den ich wahnsinnig gespannt finde. Ich bin ja auch ein Leonardo DiCaprio-Film, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Den finde ich klasse. Also da gucke ich mir eigentlich jeden Film an. Wobei ich sagen muss, dass ich Der große Gatsby nicht gesehen habe. Weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, das ist mir zu viel Liebesgeschmalze. den wollte ich mir dann doch nicht geben. Vielleicht gucke ich mir den dann irgendwann mal auf DVD an. Wobei ich zu meiner Schande ja auch gestehen muss, ich habe die Twilight-Filme auf Blu-ray. Twilight fand ich gut. Ich fand jetzt dieses ganze Geschmalze nicht besonders interessant oder toll. Ja, das brauchte jetzt nicht unbedingt. Wobei das im ersten Teil auch toll war irgendwie. Ja. Also das fand ich dann auch wieder irgendwie auch irgendwie gut. Also das war, der erste Teil war wirklich toll. Dann gab es ein paar. Der erste Teil von Bis zum Ende der Nacht, hieß der so? Der war zu schnulzig. Das war too much. Wo die dann auf diese Insel fahren. Es war zu viel. Und ich habe mir jetzt letztens bei Amazon den zweiten Teil, den finalen Teil gekauft und hoffe, dass der einen krönenden Abschluss liefern wird. Ich weiß, Twilight ist bei vielen Leuten verhasst. Aber ich fand die Filme eigentlich immer sehr unterhaltsam und gut. Und ich kenne auch mehrere, auch männliche Leute, die das genauso sehen. Männliche, nicht schwule Leute. Kann man jedem natürlich erstmal vorwerfen, er wäre schwul, weil er Twilight macht. Ich bin auch nicht schwul, by the way. Nur weil ich Twilight mag. Oh Mann, man merkt, dass es 23.51 Uhr ist. Ja, jetzt erstmal nochmal letzten Murloc killen und dann neigt sich das Ganze auch dem Ende. Für heute. Da habe ich 4 Parts produziert am Stück. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht, ist auch immer relativ anstrengend. Gerade bei der Hitze, es bollert schon wieder draußen. Morgen soll ja, was heißt morgen? Ja doch, morgen noch, am 2. Soll ja der heißeste Tag werden irgendwie, diese Woche. Da freue ich mich schon drauf. Ich fand nämlich schon die, den heutigen Tag fast unaushaltbar. Ich war heute im Fitnessstudio, da bin ich fast umgekippt, weil es so unerträglich heiß war. Einfach nur unfassbar. Ja, gut. Ich denke, ich werde hier Schluss machen. Viel gequatscht in diesem Part. Ich weiß gar nicht mehr, was alles. Ich habe, glaube ich, die eine oder andere Frage gestellt. Es wäre schön, wenn ihr darauf antworten könntet. Auch bezüglich Diablo 3 jetzt nochmal. Was ihr davon haltet, was ihr davon Zukunft sehen wolltet. Wollt. Gothic wird fortgesetzt, verspreche ich hier an dieser Stelle, egal ob es wer guckt oder nicht. Das mache ich zu Ende. Definitiv. Minecraft werde ich auch noch spielen, das macht mir noch Spaß. Und World of Warcraft, ja, das ist ja die Säule meines Kanals. Die muss natürlich bleiben. Gut, Leute, dann war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Tag oder was auch immer und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.